Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Nach langer, langer Zeit sehen wir uns endlich mal wieder. Ich habe heute riesige Lust, mit euch über Make-up zu quatschen, über Beauty-Produkte und über ein bisschen Fashion, Schmuck und Accessoires. Wenn ihr darauf auch Lust habt, dann seid ihr auf jeden Fall hier goldrichtig. Ich denke, das wird mal wieder ein etwas längeres Video, deswegen wäre es sicherlich sinnvoll, wenn ihr euch ein bisschen Proviant besorgt, damit ihr das Ganze hier auch bis zum Schluss durchhaltet. Ich sage zwar, wir haben uns seit langer Zeit nicht mehr gesehen, habe aber vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich euch meine aufgebrauchten Sachen gezeigt habe. Ich sage das deswegen trotzdem, weil dieses Video habe ich, wenn ich mich nicht irre, Ende September gedreht. Deswegen ist das für mich tatsächlich schon wieder eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal hier vor der Kamera gesessen habe. Und habe es aber auch sehr vermisst. Und der letzte Kaufrausch ist aus dem August. Ich habe nachgeschaut. Und jetzt haben wir Mitte November. Also August, September, Oktober, November. 3 Monate sind definitiv vergangen. Und deswegen liegt hier auch wieder so ein bisschen was. Genau. Ich möchte gerne starten mit ein paar Pflegeprodukten, die ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir da zum einen von Balea aus der Reihe Schönheitsgeheimnisse das pflegende Duschgel Totes Meersalz gekauft. So sieht das gute Schätzchen aus. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, ja, ich besitze ziemlich viel Duschgel, habe aber in den letzten Monaten wirklich nur ganz gezielt wirklich solche Produkte gekauft und auch nur in sehr, sehr geringer Menge. Habe deswegen wirklich gut was aufgebraucht. Das Einzige, wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist bei den Bodylotions, weil ihr wisst, ich hasse es, mich einzucremen. Und ich hasse das Gefühl, nachdem man sich frisch eingecremt hat. Dieses bappige Gefühl, wo man sich nicht gleich anziehen kann und so weiter. Deswegen tue ich mich da mit dieser Kategorie tatsächlich noch ein bisschen schwer. Aber mit Duschgelen, Peelings und so weiter komme ich echt ganz gut voran. Das hier riecht wunderbar frisch sauber. Mal wieder, ihr wisst ja, das macht so komische Geräusche. Ja. Ich hoffe, es gucken keine Kinder zu. Es riecht jedenfalls frisch, sauber, nach Wasser, nach Meer, so wie ich das eben mag. Und das hier wird definitiv in eine andere Wohnung wandern. Und zwar habe ich seit einiger Zeit wieder einen neuen Partner. Und damit ich da nicht immer mein ganzes Hab und Gut von A nach B schleppen muss, genau, habe ich mir dieses Duschgel gekauft und das wird dann dort in die Dusche wandern. Weiter geht es mit einem Produkt von Sencera Cosmetics. Sencera ist eine Kette, glaube ich, eine Beauty-Kette, wo man sich waxen lassen kann, wo man sich sugarn lassen kann. Ich glaube, wo man sich Maniküre, Pediküre machen lassen kann und auch so Sachen wie Augenbrauen und Wimpern färben. Manche, glaube ich, bieten auch Wimpernverdichtung und so Zeugs an. Ich gehe da regelmäßig zum Sugaring hin. Und das Problem ist eben, wenn man entweder epiliert, waxt oder sugart, dann und die Haare wachsen ja nach einer gewissen Zeit nach, dann kann das passieren, dass man eben eingewachsene Haare hat. Das passiert einem beim Rasieren eben nicht so sehr, als wie wenn sich das Haar eben von Grund auf neu bildet und aus der Haut hervortritt. Und da meine Haut oder ich da generell leider sehr zu neige und mich das schon ein bisschen nervt, habe ich einfach mal nachgefragt, was ich denn da machen könnte. Und dann hat die Frau mir gesagt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, regelmäßig zu peelen am Körper. Ich habe Body Peelings ja hauptsächlich von Obey Your Body und von Rituals. Benutze die jetzt aber ehrlich gesagt nicht so mega regelmäßig. Da habe ich halt dann einfach irgendwann Lust drauf und dann benutze ich die. Sie sagte, man sollte das auf jeden Fall dann schon so dreimal die Woche machen.
Und habe mir jetzt dann eben direkt hier von Sancera Cosmetics das Peeling gekauft. Was ich an diesem Teilchen hier, ja, ich sollte es vielleicht auch richtig rumzeigen, was mir an diesem Teilchen hier total gut gefällt, ist der Verschluss. Und zwar dreht man den hier einfach so auf und dann öffnet sich hier sozusagen eine Lücke und wenn ich jetzt drücken würde, käme aus diesem Löchlein, ich weiß nicht, ob ich das hier so gut erkenne, ob man das so gut erkennen kann, käme dann jetzt hier aus dieser Lücke das Produkt raus und wenn man dann das wieder zudreht, seht ihr hier, dann schließt sich diese Lücke. Ich finde das total hygienisch und total gut, aber das Peeling selber überzeugt mich leider nicht. Es hat, wenn ich mich nicht irre, 13 Euro gekostet, was natürlich jetzt auch nicht mega günstig ist. Und von der Stärke der Peeling-Partikel würde ich sagen, ist es so mittel, fein bis mittel. Und es ist eher in so einer cremigen Konsistenz, mußige Konsistenz, wo dann die Peeling-Partikel drin sind. Und was ich an diesem Peeling aber nicht gut finde, ist, dass für mich persönlich die Anzahl der Peeling-Partikel zu wenig ist, um wirklich ein gutes, effektives Peeling-Ergebnis zu erzielen. Da muss ich sagen, habe ich bisher tatsächlich noch nichts Besseres gefunden als die Peelings von OB Your Body. Die kosten natürlich das Doppelte. Es ist wahrscheinlich aber auch mehr drin, weil hier sind nur 200 Milliliter enthalten. Aber ich finde, da lohnt sich das Geld einfach. Da habe ich nicht so viel Trägerflüssigkeit, sondern halt eben einfach mehr Peelingpartikel und habe dann auch wirklich einen effektiven Peeling-Effekt. Deswegen hat mir das jetzt bisher bei meinem Problem noch nicht so richtig geholfen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach diesen Tipp aufnehme und dann zum Beispiel meine OB Your Body Peelings regelmäßig verbände, dreimal die Woche, dann sollte sich das Problem mit den eingewachsenen Haaren auf jeden Fall verbessern. Ich mag die Rituals Peelings auch sehr gerne. Die enthalten für mich aber auch zu wenig Peeling-Partikel. Also wenn ich die auftrage, das ist für mich eher sowas für die Arme, für die Beine, für den Oberkörper, so für große Flächen, wo es okay ist, wenn es eher, sag ich mal, gröber gepeelt wird. So, dann habe ich mir drei Masken gekauft. Eigentlich wäre das nicht notwendig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe genug Masken, obwohl ich in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viel verschenkt habe und nur noch die Masken behalten habe, bei denen ich wirklich großes Interesse habe, dass ich sie ausprobiere. An dieser Maske konnte ich aber einfach nicht vorbeigehen und ihr werdet, glaube ich, auch sehr schnell feststellen, warum. Und zwar habe ich die aus dem Müller gekauft, Marie Colette Gesichtsmaske Unterwasserwelt heißt sie. Das ist eine Limited Edition. So sieht sie aus, da ist eine Meerjungfrau drauf, alles sehr blau gehalten. Und jetzt gucke ich mal hier hinten. Hier steht einfach nur, tauche ein in die einmalige Unterwasserwelt der Meerjungfrauen, lass dich in einem wundervollen Tagtraum in erfrischend aquatische Tiefen entführen und genieße die entspannende Auszeit. Ja, die Maske hier ist vermutlich etwas, das feuchtigkeitsspendend ist und erfrischend aquatisch duftet. Ich habe mir da direkt zweimal die Doppelsachets mitgenommen, weil es eben eine Limited Edition ist. Und da war halt eine Meerjungfrau drauf. Herrgott nochmal, ich kann ja auch nichts dafür. Und dann wisst ihr ja vielleicht, dass ich Wassermelonen liebe und ich mag auch den Duft sehr gerne. Und da gab es jetzt von Balea vor kurzem neue Tuchmasken. Und zwar heißen die Feed Your Skin. Tuchmaske spendet intensive Feuchtigkeit mit Melonen- oder Wassermelonenextrakt für jeden Hauttypen. So sieht die aus. Habe ich, wie gesagt, noch nicht benutzt. Ist ja auch nur eine drinne. Wenn ihr die schon kennt, könnt ihr mir gerne mal da lassen, also einen Kommentar da lassen, wie ihr die so fandet und wie geduftet hat und gerne auch bei dieser hier, falls ihr die schon kennt. So, das war es auch schon so ziemlich von den Pflegeprodukten, da habe ich gar nicht so viel gekauft. Ich war tatsächlich in den letzten Monaten mal wieder relativ unbrav, was dekorative Kosmetik angeht. Und damit mache ich dann jetzt direkt mal weiter.
Zunächst habe ich hier was aus der Drogerie. Und zwar habe ich von der Malaka Reis Limited Edition von Catrice. Ja. Einen Cream-to-Powder-Bronzer mitgenommen. So sieht der aus. Ich habe den jetzt auch vor kurzem noch reduziert in diversen Rossmännern gesehen. Also wenn ihr an dem Teilchen interessiert wart und einfach nicht den vollen Preis bezahlen möchtet, in diesem Grabbelkörbchen bei Rossmann müsstet ihr den eigentlich noch finden. Das ist die 1001 Bronze Sugar. Es gab aber auch nur diese eine Farbe. Und wenn ihr das aufdreht, sieht es eben so aus. Und mich hat das total an diesen Teint de Chanel Soleil Bla Bronzer erinnert. Das ist er jetzt hier geswatcht auf dem Finger. Und so sieht er jetzt auf meinem Handrücken aus. Ich finde, über die Kamera mit dem künstlichen Licht kommt er jetzt doch sehr warm rüber. Es ist ja auch ein Bronzer, aber ich finde, bei mir hier in der Realität ist er auf jeden Fall noch mal einen kleinen Ticken kühler. Lässt sich sehr gut verteilen und wird eben ganz schnell pudrig. Und ja, ich fand diesen Chanel-Bronzer immer sehr interessant, konnte mich aber nie überwinden, so viel Geld dafür auszugeben. Und ja, als es den dann da gab, habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Probier das mal aus, ob diese Produkte grundsätzlich von der Konsistenz überhaupt dein Ding sind. Weil nachher gibt man da, was weiß ich, 40, 50 Euro für aus und stellt dann fest, so, ja, nee, das benutze ich nicht, das funktioniert für mich nicht, pipapo, tralala, das macht ja keinen Sinn. So, weiter geht es mit einem Concealer und zwar aus dem neuen Essence-Sortiment Camouflage Plus, der Matt Concealer. Soll hier waterproof und sogar Tattoo-Covering sein. Da bin ich doch echt ein bisschen skeptisch. Ich habe mir jetzt hier die Farbe mitgenommen, 30 Light Honey. Und ihr fragt euch bestimmt so, hä, Desiree, 30? Du bist doch sonst immer so weiß wie eine Wand. Aber ich bin ja im Sommer wirklich sehr gut braun geworden, dadurch, dass ich viel draußen unterwegs war. Und das hat sich bisher echt noch relativ gut und lange gehalten. Ich habe noch ein paar Concealer zu Hause, die eben mir momentan alle viel zu hell sind und brauchte was, was gerade zu meiner aktuellen Hautfarbe passt. Deswegen habe ich zur 30 gegriffen. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, kann deswegen noch nichts zu ihm sagen. Habe mir aber einige Reviews angeguckt von anderen YouTubern und die fanden ihn alle sehr gut. Dann habe ich hier bei Trended Up einen Glorora Lipstick mitgenommen in der Farbe 020. So sehen die Teilchen aus. Die sind viereckig. Und wenn man die öffnet, kommt dann in so einer Rautenform dann der Lippenstift daher. Man dreht ihn dann hier so raus. Und im ersten Moment würde man jetzt denken, um Gottes Willen, die Barbie Rosa, was hast du dir denn da gekauft? Spinnst du? Aber wenn man den dann aufträgt, wird man relativ schnell feststellen, dass dieses Babyrosa eigentlich nur wie so ein Lippenbalsam, so eine ja, vaselinige Basis ist, die man farbtechnisch dann später nicht mehr sehen kann und er einfach nur einen sehr, sehr schönen irisierenden Schimmer hat. Die 20, die ich jetzt hier habe, hat einen blau-rosa Schimmer und ich stelle mir den sehr, sehr schön vor über einem Lila, über einem Schwarz, über einem dunklen Blau. Was euch da so gefällt, da kann man sicherlich gut ausprobieren und rumspielen. Muss man dann natürlich immer so ein bisschen schauen, funktioniert das über den Liquid Lipsticks, die man zu Hause hat, oder möchte man das lieber über einem normalen Lippenstift ausprobieren oder über einem Lip Liner. Da kann man ja kreativ werden und ansonsten kann man den natürlich auch solo tragen und dadurch, dass er eben so viel von dieser Vaseline, sag ich jetzt mal, enthält, könnte ich mir vorstellen, dass der auch sehr pflegend auf den Lippen ist, wenn man diesen Look denn dann mag, so ohne alles drunter. Dann habe ich einen Aufsteller entdeckt und zwar von Real Techniques.
Die haben vermutlich jetzt zu Weihnachten eine Limited Edition rausgebracht mit Pinseln, die eine sehr, sehr interessante Form haben. Und zwar sehen die so aus. Also zumindest die Pinselstiele haben eine sehr interessante Form. Sind nämlich so ein bisschen galaktisch angehaucht, würde ich schon fast sagen. Ich habe hier den Pinsel 302 Blush eingepackt. Da gab es auf jeden Fall noch einige mehr. Aber das war der Pinsel, der mir jetzt persönlich am meisten zugesagt hat. Ja, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist jetzt hier das gute Schätzchen und das sieht so ein bisschen aus wie, ja, ich sag mal so Folienstückchen und dann ist das hier so verdreht. Hier oben die Borsten oder Pinselhaare sind, wie man das von Real Techniques gewohnt ist, super, super weich und ich finde die Form tatsächlich sehr schön für Blush. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch mit Kontur oder etwas präziserem Bronzer ganz gut funktioniert. Habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert, aber habe ein paar Real Techniques Pinsel zu Hause und mit denen war ich eigentlich bisher immer zufrieden. Dann habe ich hier so einen kleinen Cracker eingepackt von Invisibobble. Das sind die Slim Invisibobbles. Kam hier, wie gesagt, in so einem Bonbon, in so einem Partycracker. Da sind insgesamt 9 von diesen dünnen Haarringen, Haargummis drin. Eins der durchsichtigen habe ich jetzt schon aktuell in Verwendung und finde die sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, dass ich sehr feines Haar habe mit wenig Volumen. Und wenn ich dann diese normal großen Invisibobbles, Telefonkabel, Haargummis benutze, habe ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig Haar für das Haargummi. Und das sieht dann so unproportional irgendwie aus, wenn ich mir damit einen Pferdeschwanz beispielsweise mache. Und das gefällt mir nicht so richtig. Und die haben echt eine ganz gute Größe, falls ihr eben auch das Problem mit dünnen Haaren habt. Könnt ihr die ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es diese Slim-Variante auch grundsätzlich im Standardsortiment gibt oder ob es die jetzt eben hier nur in dieser Special-Verpackung zu Weihnachten als Geschenk an sich gab. Das weiß ich leider nicht. Ja, dann machen wir mal mit etwas weiter. Leute! Die YouTube-Welt und die Instagram-Welt, beziehungsweise insgesamt zusammengefasst, die komplette Beauty-Community ist ausgerastet, als bekannt geworden ist, dass Hatice Schmidt eine Kollaboration mit Love Cosmetics auf den Markt gebracht hat. Und das war echt ein Krampf, an diese Sachen ranzukommen. Ich habe mitbekommen, dass viele Leute in Online-Shops bestellt haben, unter anderem auch ich. Und die Bestellungen wurden storniert, die ganzen Filialen in Store wurden weggefegt. Es gab wütende, hysterische, teilweise sogar aggressive und gewalttätige Kundinnen. Da muss ich sagen, also da hört es für mich definitiv auf. Ich bin zwar auch jemand, für den Kosmetik eine Leidenschaft ist und wo ich da wirklich mit Herzblut und Spaß und Temperament und Energie bei der Sache bin, aber also ich weiß nicht, was da in den Köpfen der Leute los war, dass man auf die Idee kommt, irgendwie handgreiflich gegenüber Mitarbeiterin beim DM oder gegenüber anderen Kundinnen zu werden. Aber das erschließt sich mir an dieser Stelle einfach überhaupt nicht mehr. Gut. Aber ich denke auch nicht, dass sich hier bei mir Leute auf dem Kanal befinden, die das befürworten oder verstehen können. Deswegen mag ich euch auch so gerne. Ihr versteht mich immer. Das finde ich immer total schön. Ja, ich fange mal an mit dem wahrscheinlich etwas unspektakulärsten Teil aus dieser Reihe, die ich mir mitgenommen habe. Und zwar habe ich mir ein paar Wimpern mitgenommen. Die 110 Istanbul. So sehen die Wimpern aus. Die kommen hier in dieser wunderschönen Pappschachtel mit magnetischem Verschluss.
Das waren die Wimpern, die abgerundet sind, also die hier nicht außen mehr Volumen hatten als jetzt innen. Und insgesamt war diese Wimper dichter gebunden als der Style Berlin. Und da habe ich mir gedacht, das könnte besser zu mir passen, sodass es außen etwas länger ist als innen. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich habe sie noch nicht auf den Augen getragen, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ich bin schon sehr gespannt darauf. Mein falsche Wimpern-Game ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe da jetzt nicht so das Talent zu. Aber ich habe auf jeden Fall Bock darauf, das auszuprobieren. Und vielleicht hat ja jemand da draußen einen Tipp für mich. Dann habe ich mir einen der Liquid Lipsticks mitgenommen. Und zwar ist das hier der Style 120 Berlin. Das ist dieser ganz dunkel lilane Ton. So sieht die Umverpackung aus. Relativ schlicht. Und jetzt swatche ich den euch mal auf meinem Handrücken. Ich habe den schon mal aufgetragen. Jetzt aber nicht den ganzen Tag getragen. Es ist wirklich fast schwarz. Es ist ein ganz, ganz dunkles, kühles Lila. So ein bisschen wie Cyber von MAC vielleicht. Geht in diese Richtung. Und ich war wirklich überrascht, wie deckend der ist. Die trocknen sehr, sehr schnell. Und gerade bei so richtig dunklen Farben gibt es häufig das Problem, habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass die sehr schnell fleckig werden können. Und dieses Problem hatte ich bei dem Liquid Lipstick überhaupt nicht. Allerdings muss man dazu sagen, die trocknen wirklich sehr, sehr matt an. Das heißt, man fühlt sie zwar nicht auf den Lippen, aber es ist halt wirklich trocken. Also ich glaube, wenn man die über viele, viele Stunden trägt, könnte das vielleicht unangenehm werden, aber die halten dafür wirklich sehr, sehr gut. Also als ich den Liquid Lipstick dann abschminken wollte, hatte ich wirklich gut zu tun. Deswegen muss man da so ein bisschen überlegen, was habe ich vor? Ist es da wichtig, dass der Lippenstift gut hält? Ist es wichtig, dass der Lippenstift lange hält? Und je nachdem kann man sich ja entscheiden, welche Formulierung gerade an diesem Tag am besten passt. Dann habe ich mir auch den Bronzer mitgenommen. Das Bronzing Powder in der 100 Bronze die Wand an. Ich finde den Namen ja auch mega witzig. So sieht das Ganze aus. Das ist hier so ein bisschen glitzerig. Also die Verpackung von Love ist ja grundsätzlich sehr, sehr hochwertig. Deswegen gehören die Produkte von Love ja auch in der Drogerie eher zu der hochpreisigen Ecke. So in die Richtung L'Oreal und so weiter. Finde ich aber auch okay dafür, dass eben diese Verpackung da auch hochwertiger ist. Ich habe bisher, glaube ich, noch kein Produkt von Love in meiner Sammlung und kann deswegen noch nicht so viel von der Qualität sagen im Vergleich. Aber das, was ich bisher jetzt so beim ersten Eindruck von diesen Produkten hier gewonnen habe, muss ich sagen, könnte das auf jeden Fall was wirklich Schönes sein. Das Puder hier, das Bronzing Puder, soll ja ein Hybrid sein aus Bronzer und Konturpuder. Ich habe das jetzt als sehr, sehr weich, zart erlebt. Und in Videos wurde immer wieder erwähnt, dass es sich sehr, sehr gut aufbauen und schichten lässt, um dann wirklich auch die Farbintensität zu erreichen, die zum individuellen Hautton passt. Das gefällt mir persönlich sehr gut, dass da eben auch viele verschiedene Hauttypen was mit der Farbe anfangen können. Ich selbst habe es eben noch nicht im Gesicht ausprobiert, aber bin da schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Herzstück der Kollektion und zwar der Palette. Ich finde es mega cool, dass es, ich glaube, die erste Palette in der Drogerie war, die wirklich nochmal so eine schöne Umverpackung hat. Hier auf der Rückseite könnt ihr die Farben sehen, alle Inhaltsstoffe. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht, das Ganze. Und mir gefällt auch dieses grafische, spinnennetzmäßige Crackling-Kristall.
Musterdesign total gut. Ist echt mein Ding, so mit diesen linearen Sachen. Ich habe mir die Kollektion hauptsächlich mit dem Hintergedanken geholt, dass ich die Produkte auch gerne in ein Schminktäschchen packen und mit zu meinem Freund nehmen möchte, weil auch da, ich habe keine Lust, sozusagen meinen Krempel immer von A nach B zu schleppen. Und ich glaube, dass der Bronzer und auch hier diese Palette ein sehr, sehr gutes Standard-Equipment darstellen könnten, mit dem ich zumindest, ich sag jetzt mal, im Alltag oder wenn man dann vielleicht mal abends weggeht, so zumindest, ich sag mal, so halbwegs was Anständiges, Interessantes zaubern kann, ohne dass ich jetzt dann meinen kompletten Schminktisch brauche. Ja, das ist hier die Palette von außen. Man kann sehen, dass das Ganze so ein bisschen erhaben ist und dreidimensional, auch wieder mit diesem Design hier von der Umverpackung. Auch hier auf der Rückseite sieht man nochmal die ganzen Farbnamen. Mir gefällt das Layout tatsächlich gut. Also das ist ja so ein bisschen wellenförmig angeordnet, so ein bisschen verspielt, versetzt. Im Spiegel steht noch Hashtag Love Yourself, Hashtag Love und Hatice Schmidt und Hashtag Team Hattie Never Stops. Zur Vollständigkeit halber. Und das sind dann jetzt hier die Farben. Ich bin normalerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Fan von Layouts in Paletten, die irgendwie fancy, schmancy sein sollen. Also ich mag grundsätzlich schon mal gerne eher runde Pfändchen als eckige Pfändchen. Fragt mich nicht warum. Ich greife lieber zu runden Pfändchen. Und wenn die irgendwie so total crazy schräg angeordnet sind, dann tönt mich das total ab. Hier muss ich sagen, finde ich das nicht schlecht, weil das trotzdem irgendwie linear ist. Also wären die jetzt irgendwie total random angeordnet, dann wäre das überhaupt nicht mein Ding gewesen. Zum Beispiel gab es mal von Dose of Colors diese Treasure Trove Palette, wo alles krumm, schief und schräg da reingesetzt wurde. Gut, da waren auch die Pfändchen rechteckig. Aber dann auch nochmal in dieser Kombination mit, wir ordnen das jetzt einfach mal total random an. Hätte ich mir niemals gekauft, die Palette. Da hätte die Qualität noch so überirdisch sein können. Nein. Deswegen gefällt mir das hier total gut. Es ist so eine schöne Mischung. Ich habe bisher alle Farben nur geswatcht. Ich muss sagen, es gibt metallische Töne, bei denen ich sagen kann, die können von der Qualität definitiv mit Colored Rainbow mithalten. Es gibt auch matte Töne, bei denen ich sagen kann, die können definitiv zum Beispiel mit guten matten Lidschatten von Colourpop mithalten. Es gibt aber tatsächlich auch so ein paar Farben, wo ich bei matten Tönen zum Beispiel das Gefühl habe, die sind so sehr kreidig, sehr trocken und nicht so smooth, seidig. Und es gab so ein paar satinierte Farben hier in der Palette, wo ich mir einfach so ein bisschen mehr Pigmentierung gewünscht hätte, so ein bisschen mehr satte Farbe. Die waren dann doch meistens sehr schier. Ich weiß, dass es bei gewissen Tönen tatsächlich zum Konzept gehört, dass die einfach nur so als Topper, als Finish benutzt werden können sollen. Aber es geht ja um meinen Geschmack und wie ich mich schminke und was ich für Farben hauptsächlich verwende. Da hätte ich wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen anders gestaltet. Das heißt aber nicht, dass es jetzt für mich eine schlechte Palette ist, weil wenn man sich den Preis anschaut von 20 Euro, dass die Sachen oder dass die Palette aus der Drogerie stammt, dass man sich diese Tatsache nochmal vor Augen führt, dann finde ich, gab es definitiv schon wesentlich schlechtere Paletten in der Drogerie für den gleichen Preis. Ich sag nur Manhattan, Maybelline oder L'Oreal. Und deswegen sind, was Drogeriepaletten angeht, ist diese Palette tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. Ein schöner Standard, bei dem man sich hinterher, denke ich jetzt mal, nicht ärgert, die 20 Euro dafür ausgegeben zu haben. Aber um natürlich jetzt nochmal eine abschließende, wirklich aussagekräftige Review abgeben zu können, müsste ich sie natürlich auch ein paar Mal schon
auf den Augen oder im Gesicht verwendet haben. Und da muss ich einfach auch fairhalber sagen, das habe ich bisher noch nicht. Meine Einschätzung ist jetzt einfach erstmal grundsätzlich durch den ersten Eindruck entstanden, den ich beim Swatchen gewonnen habe. Und wo wir jetzt schon mal bei Hatice Schmidt sind, habe ich durch dieses Produkt hier eine sehr, sehr gute Überleitung in den Bereich der High-End-Kosmetik. Und zwar hat Hatice Schmidt kurz zuvor einen Highlighter rausgebracht mit Becca in Kollaboration. Ein Shimmering Skin Perfector Pressed in der Farbe Berlin Girl Glow. Und auch das war ein Krampf, an diesen Highlighter zu kommen. Ich sag's euch, Freunde. Ey, da könnte ich echt ein Buch drüber schreiben. Ich denke, alle, die ebenfalls an diesen Highlighter kommen wollten, die können nachvollziehen, von was ich spreche. Also Mädels und Jungs, the struggle was real. Und zwar richtig real. Ich habe ihn bisher auch noch nicht im Gesicht getragen. Ihr fragt euch vielleicht so ein bisschen, ja Desiree, warum zeigst du eigentlich immer uns nur diese Sachen in den Kaufrausch-Videos und hast die noch nicht benutzt und kannst uns deswegen noch gar nichts dazu sagen? Das liegt einfach daran, dass ich wirklich kontinuierlich und konsequent, wenn ich Sachen kaufe, sie in meine Heultüte packe, um einfach auch den Überblick behalten zu können, so was habe ich alles gekauft, damit ich auch nicht vergesse, euch was hier zu zeigen. Dadurch passiert es mir natürlich dann aber, dass ich die Sachen häufig noch nicht getestet habe. Aber wie immer, wenn ihr Interesse an einzelnen Produkten habt und möchtet, dass ich mich mit denen etwas näher auseinandersetze und dazu nochmal ausführlicher was sage, nachdem ich sie eine Weile benutzt habe, dürft ihr mir das immer gerne schreiben und dann komme ich natürlich auch euren Wünschen nach. So. Hier in dem Highlighter ist erstmal so eine kleine Folie mit Becca und Hatice Schmidt. Und dann habt ihr hier das Brandenburger Tor eingestanzt. Wirklich, wirklich schön. Ich swatch euch den Highlighter jetzt auch mal. Also er hat ja eher so einen Wet-Look-Effekt. Und was man ja bisher so auch aus Videos gehört hat, ist, dass es eher so ein Erwachsenen-Glow sein soll, der eben etwas zurückhaltend ist. Ich weiß noch nicht, wie er eben getragen aussieht, aber von der Konsistenz her, muss ich sagen, finde ich ihn sehr, sehr seidig, sehr, sehr smooth. Ich habe ja auch den Rose Quartz, der ist auch etwas subtiler dann eher. Ich glaube, das könnte eine Schwester sozusagen zu meinem Rose Quartz sein. Und den liebe ich ja heiß und innig. Und deswegen, glaube ich, könnte ich mit dem hier auch sehr, sehr zufrieden sein, weil mein erster Eindruck mir sagt, dass die sich doch ein bisschen ähnlich sind. Jetzt nicht unbedingt von der Farbe, sondern einfach von der Konsistenz. Genau. Jetzt hatte ich ja gesagt, Überleitung zu High-End. Und da bin ich definitiv bei Jeffree Star unterwegs. Ich habe mir nämlich drei seiner Liquid Lipsticks gekauft in der Vergangenheit. Ich fange mal mit einem Liquid Lipstick von ihm an, den ich theoretisch auch schon im letzten Herbst hätte kaufen können. Das ist nämlich die Farbe Wifey und die gehört zu seiner Family Collection, die letzten Herbst rausgekommen ist. Ich habe aus der Family Collection eine Farbe bereits besessen. Und diese Farbe, ja, die hat mir immer im Hinterkopf herumgespukt. Ich habe aber lange Zeit immer nur gedacht, boah, ja, ist halt ein Rot, ne? Ich meine, wie viel Rot kann denn eine Frau überhaupt brauchen? Hier in der Kamera kommt er sehr, 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 sehr kräftig rüber, schon fast Neon. Das ist er nicht. Ich würde ihn tatsächlich als wirklich wunderschönen Standard-Rotton beschreiben. Und seitdem ich rote Haare habe, trage ich eben auch roten Lippenstift wieder häufiger. Da es ja schon so ist, dass man mit roten Haaren leider nicht alles tragen kann. Also natürlich kann man alles tragen, aber es sieht halt nicht alles wirklich gut aus. Und rot war dann halt wirklich in der letzten Zeit so ein Ton, den ich ganz, ganz oft getragen habe. Das ist jetzt hier Wifey aufgetragen.
Ich muss euch, wie gesagt, sagen, der kommt hier leider nicht so ganz naturgetreu in der Kamera rüber. Er ist auf jeden Fall dunkler. Und ist wirklich so ein richtig schönes, klassisches, blaustichiges Rot, was wunderschön weiße Zähne zaubert. In gewohnter Jeffree Star Qualität. Deswegen, ja, hatte ich das Bedürfnis, diesen Klassiker sozusagen noch in meine Sammlung einziehen zu lassen. Ich habe bisher ansonsten nämlich eher relativ dunkle, bräunliche Rottöne oder mauvige Rottöne. Und die klassischen Rottöne, die ich habe, das sind alles Standard-Lippenstifte. Ich wollte aber jetzt gerne mal einen Liquid-Lipstick, bei dem ich mich auch darauf verlassen kann, dass er lange hält. So, dann hat ja Jeffree Star vor kurzem seine Holiday Collection für dieses Jahr rausgebracht. Und da habe ich mich dann für zwei Farben entschieden, zwei Liquid Lipstick Farben. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich zu Weihnachten von meinem besten Freund die Alien Palette geschenkt bekommen werde. Die gehört ja auch zur Holiday Collection. Und deswegen kann ich schon mal hier vorab teasern. Die wird dann demnächst irgendwann bei mir einziehen. Ich finde, das Packaging ist wunderschön. Es ist so ein Weiß mit holographischem Effekt. Könnt ihr jetzt hier, glaube ich, ganz gut sehen. Und ich habe mich für die Farben Jeffree Who und Karma entschieden. Ja, und jetzt packe ich die mal aus und zeige euch mal das eigentliche Packaging. Leute, das ist so wunderschön. Das ist der Hammer. Ich raste aus. Das hier ist das eigentliche Packaging. Also, ich weiß nicht, inwiefern das rüberkommt, aber von oben bis unten ist der komplette Liquid Lipstick glitzernd. Hier oben der weiße Kopf ebenfalls. Der Druck ist Gold und die Glitzerpartikel sind rot, orange, grün und gold. Und je nachdem, wie das Licht eben einfällt, kann man die ein oder andere Farbe besser erkennen. Und das Glas ist als erstes, glaube ich, in seiner Kollektion so Milchglas. Deswegen kommt die Farbe des Lippenstiftes an sich so durch die Tube nicht so ganz naturgetreu heraus. Aber, oh, dieser Glitzer. Leider sieht es jetzt hier hauptsächlich gold und rötlich aus. Ihr könnt dieses Grün gar nicht sehen, aber es ist wunderschön. Also wenn euch da eine Farbe gefällt aus dieser Reihe, und da gibt es auch einen Nude-Ton und ich glaube auch dieser Ton ist sehr universell tragbar, dann, Leute, zögert nicht lange. Ich finde alleine schon wegen dem Packaging sind diese Liquid Lipsticks wunderschön. Natürlich sollt ihr jetzt nicht nur einen davon aus der Reihe kaufen, weil das Packaging super toll ist. Das ist Schwachsinn. Aber ich sage ja, wenn euch eigentlich eine Farbe ganz gut gefällt und ihr seid noch so, ich sage jetzt mal, am Grübeln, kaufe ich ihn mir jetzt oder nicht, dann würde ich alleine schon eben wegen dem Packaging sagen, ja. Hör auf zu grübeln, denk nicht weiter drüber nach, bestellen dir, du wirst es nicht bereuen. Das ist jetzt hier die Farbe Jeffree Who. Und ich finde, auch hier kommt die Farbe wieder etwas knalliger rüber, als sie eigentlich ist. Sie ist ein bisschen gedeckter. Ich würde schon sagen, das ist so in die Richtung so, ich sag mal, gedeckter Himbeer-Morphton geht. Und ich habe den auch schon getragen und ich finde, wenn ihr eine Frau seid, die kein Problem damit hat, auch mal ein schönes klassisches Rot im Alltag zu tragen, dann wird euch dieser Ton auch sehr gefallen. Natürlich ist er eher so in die Richtung beerig rosé. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Mädel seid, das wirklich nur Nude-Lippe trägt, am besten schon fast so Concealer-Lips oder so, was überhaupt nicht sichtbar ist, dann wird euch das zu viel sein. Aber ich würde behaupten, es ist schon eher so ein Your Lips But Better Ton, sodass ich nicht denke, dass ihr euch damit jetzt angemalt fühlt, wenn ihr den im Alltag tragt. Also es ist halt kein Hot Pink, es ist kein Lila, es ist kein
weiß ich nicht, orange oder so. Also es ist jetzt nicht so bam in your face, aber man sieht halt, man hat was drauf und es gibt so einen gewissen Touch. So, der andere Ton ist dann wahrscheinlich für die meisten von euch eher nichts für den Alltag. Und zwar ist es ein khaki-grün. Und da sind wir wieder bei dem Thema rote Haare und welche Lippenstiftfarben. Und ich habe, oder auch Lidschattenfarben ist das gleiche Problem. Und ich habe einfach festgestellt, dadurch, dass Grün ja die Komplementärfarbe von Rot ist, dass mir grüne Augen-Make-ups momentan einfach wirklich gut stehen. Es komplementiert einfach. Komplementiert, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Das Rot total gut und es harmonisiert einfach total gut. Oder harmoniert? Mein Gott. Ich kann nicht mehr reden. Ich sollte mal wieder öfters vor der Kamera sitzen. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, ich glaube sogar, das könnte auch ganz gut mit dem Make-up aussehen, was ich gerade trage. Es könnte aber auch einfach nur mit einem Lidstrich ganz gut aussehen. Mit was Bräunlichem. Oder mit einem schönen Smoky Eye. Also warum nicht? Also ich finde, es ist halt kein kreischendes Grün. Ist natürlich dunkel. Aber es ist jetzt kein sehr, 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 sehr auffälliges Grün. Es ist eher ein gedeckteres Grün, sodass ich mir gut vorstellen könnte, dass wenn ihr jemand seid, der schon immer mal wieder so mit dem Gedanken gespielt hat, so hey, ich würde schon gerne mal so out of my comfort zone gehen und was Neues ausprobieren, wenn du vielleicht keine Probleme damit hast, lila und orange zu tragen, was ja schon so Farben sind, die so ein bisschen außergewöhnlicher sind. Und du dich schon all gerne mal so in diese Richtung, was weiß ich, blau, grün und so trauen würdest, dann glaube ich, könnte das ein ganz guter Einsteigerton sein, wenn das natürlich zu deinem Haut- und Haartypen passt. Weil ansonsten könnte es vielleicht sein, dass du dich ein bisschen unwohl fühlst. Aber ich glaube, gerade auch zum Beispiel blonde Mädels, die auch gerne so Ockertöne und sowas tragen, die vielleicht eher so grundsätzlich der Herbsttyp sind, ich glaube, auch da könnte dieser Khaki-Ton sehr, sehr schön aussehen. So, ich habe jetzt hier auch noch eine Colourpop-Bestellung liegen. Die würde ich euch aber gerne zum Schluss zeigen. Vorher habe ich so ein paar random Sachen für euch. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Spannende für euch dabei. Erstmal so ein bisschen Technik-Stuff. Und zwar habe ich mir diese Powerbank hier gekauft. Die hat hier oben einen Knopf. Da wird dann auch digital angezeigt, wie viel Prozent da noch enthalten ist. Ich blende euch hier mal gerne ein, wie viel Speicherkapazität sie hat. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Dementsprechend braucht das Teil aber so auch ungefähr 8 Stunden, bis es komplett aufgeladen ist. Und dann hält es mir aber auch sehr, sehr lange. Also ich kann mein Handy damit bestimmt 7, 8 Mal aufladen. Und ja, dementsprechend, wenn es einmal voll aufgeladen ist, hält mir das auch eine ganz ganze Weile. Und dafür muss ich sagen, ist es eigentlich im Verhältnis wirklich günstig gewesen, das Gerät. Ich habe es über Amazon gekauft. Ihr habt hier einmal zwei USB-Stecker, das heißt, ihr könnt auch zwei Geräte gleichzeitig aufladen mit dem USB-Kabel. Und dieser Stecker hier kann ebenfalls auch dafür benutzt werden. Deswegen, das ist jetzt die Frage, kann ich sogar drei Sachen gleichzeitig laden? Müsste man mal ausprobieren. Jedenfalls benutze ich diesen Stecker hier immer, um das Gerät wieder aufzuladen. Ja, und habe das zum Beispiel auch mitgenommen aufs Festival im Sommer, wo wir für 4 Tage waren. Und das hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet. Linke ich euch in die Infobox, wie gesagt, von Amazon. Ich glaube so im 20, 30-Euro-Bereich. Also zwischen 20 und 30 €. Dann war ich im August für eine Woche mit einer Bezugsjugendlichen von mir, von der Arbeit in Leipzig. Und wir haben da so eine kleine Free-Walking-Tour gemacht mit einem Guide und sind unter anderem auch an einem Souvenirshop vorbeigekommen. Und da habe ich mir diesen schönen Fächer gekauft. Und wenn ich mich nicht irre, seht ihr hier
Noten aus einem Stück von Johann Sebastian Bach, der in seiner Hauptschaffensperiode in Leipzig gelebt hat. Das ist ein sehr, sehr schöner, klassischer, schwarzer Fächer. Ich meine, ihr wisst, ich trage sehr gerne schwarz. Ich fand ihn jetzt nicht auffällig, aber durch diese Noten hat er für mich einen sehr, sehr schönen und interessanten Touch. Und im Sommer war es wirklich sehr, sehr heiß, als wir da waren. Deswegen war das mit dem Fächer eine richtig gute Idee. Ist natürlich blöd für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht zufälligerweise in Leipzig wohnen, da dran zu kommen. Aber vielleicht kann man den ja auch irgendwo online kaufen. Das weiß ich nicht. Aber der Fächer war auf jeden Fall eine lohnende Investition. Dann habe ich hier eine Kerze für euch. Und zwar ist die von Glade. Das ist eine Limited Edition und zwar Lively Floral Garden. So sieht die aus. Ich habe sie, wie ihr gesehen habt, noch nicht mal ausgepackt. Hier, hallo, extra für euch noch in der Umverpackung gelassen. Und die riecht einfach traumhaft. Hyazinthe, Birne und frische Blätter sollen hier im Duft enthalten sein. Oh, und das riecht einfach so schön frisch. Ein bisschen blumig. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass es da noch von welche gibt, weil ich glaube, dass ich mich ärgern würde, wenn ich mir davon nicht noch zwei, drei zulegen würde. Ich bin nämlich schon jemand, der in der letzten Zeit sehr, sehr gerne Duftkerzen verwendet, so gerade im Herbst, Winter, wenn man sich halt zu Hause ein bisschen gemütlich macht und das Ganze ein bisschen urig ist. Dann benutze ich doch sehr gerne auch mal Duftkerzen. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so wie manche so einen riesigen Vorrat, sondern habe meistens immer nur so 2, 3, 4 vielleicht zu Hause. Und wenn ich die jeden Tag anmache, dann sind die natürlich relativ schnell abgebrannt. Und ja, die habe ich im Müller gekauft. Der nächste Müller ist jetzt hier leider nicht so gut zu erreichen. Aber vielleicht finde ich die ja auch bei Rossmann oder DM. Muss ich mal schauen. Dann habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Kaufrausch-Video gezeigt, dass ich von meinem besten Freund eine Funko-Pop-Figur geschenkt bekommen habe. Und zwar Sailor Moon mit Luna zusammen. Und hatte da schon angekündigt, dass ich mir auf jeden Fall noch Sailor Pluto kaufen möchte. Und, uch, mein Gott, hier. Jetzt fällt sie glatt aus den Latschen hier. Das ist sie jetzt hier. Von allen Sailor-Kriegerinnen ist das hier eigentlich meine Liebste. Ich mag hier diesen schönen Stab, den sie hat, in Form eines Schlüssels. Und ich finde es auch cool, dass sie eben diese grünen Haare hat. So richtig grün-grün sind sie eigentlich nicht. Ich empfinde sie in der Serie eher so schwarz mit grünem Schimmer, beziehungsweise so petrolmäßig, aber okay. Sie hat hier so einen kleinen Dutt und ja, steht jetzt zusammen mit Sailor Moon in meinem TV-Schrank. Dann habe ich euch ebenfalls im letzten Kaufrausch-Video erzählt, dass ich mir für meinen Geburtstag ein Spiel von Marc-Uwe Kling gekauft habe. Marc-Uwe Kling ist bekannt aus den Känguru-Chroniken. Und ich hatte das zweite Spiel, das neuere Spiel gekauft. Und weil ich das aber so gut fand, habe ich mir dann auch noch das erste ursprüngliche Spiel gekauft. Das heißt Halt mal kurz. Und zu diesen beiden Spielen gibt es ja auch sehr, sehr witzige Videoanleitungen auf YouTube. Könnt ihr gerne mal reingucken. Wenn ihr Interesse habt, das Spiel zu spielen oder zu kaufen, dann kann man da sich erklären lassen, wie das genau funktioniert. Und sich schon mal einen Eindruck machen, so hey, wäre das was für mich, finde ich das witzig oder nicht. Das habe ich noch nicht gespielt, habe aber einige Bekannte, die es besitzen und schon gespielt haben und die fanden es auch sehr, sehr cool. Und als kleiner Disclaimer für euch, wer im Großraum NRW wohnt und auch Fan von den Känguru-Chroniken ist, im Januar, Februar, März, glaube ich, so um die Ecke rum, wird ein Theaterstück nach Köln kommen über die Känguru-Chroniken.
Marc-Uwe Kling wird zwar nicht selbst anwesend sein, aber wer eben die Witze und die Art des Humors total gerne mag, für den könnte das vielleicht was sein. Ich werde auch auf jeden Fall versuchen, Karten dafür zu bekommen. Und vielleicht sieht man sich ja dann da. Das wäre ja ganz witzig. Genau, das ist dieses Spiel hier. Dann habe ich mir natürlich die neueste Erweiterung von World of Warcraft gekauft, Battle for Azeroth. Für meine WoW-LiebhaberInnen da draußen war das sicherlich nichts Verwunderliches, weil ihr ja auch wisst, dass ich WoW spiele. Ist auch mittlerweile eigentlich das einzige Spiel, Computerspiel, das ich so aktuell noch spiele. Mehr oder weniger, weil so viel Zeit habe ich dafür nicht. Aber jetzt gerade so in den kälteren Monaten ist man ja dann doch häufiger mal zu Hause. Falls ihr auch World of Warcraft spielt und ein kleines Zocker-Buddy seid, dann schreibt mir sehr, sehr gerne euren Battletech in die Kommentare, wenn ihr möchtet, oder per DM oder so. Ich adde euch gerne und vielleicht können wir ja dann mal gemeinsam durch Kultiras ziehen, wenn ihr Bock habt. Genau. Dann war ich, wann war denn das? Im Oktober auf einem Konzert von einer Band, die ich schon viele, viele Jahre höre. Und zwar ist das 3 Days Grace. Und die waren jetzt auf Tour mit ihrer neuen, mit ihrem neuen Album Outsider. So sieht das aus. Das habe ich mir dann eben auch vorab gekauft. Das hier hinten sind die Jungs. Ich finde ihn und ihn ja echt ganz lecker, muss ich sagen. Das war im Palladium in Köln. Und ich muss aber leider sagen, dass mir das Konzert nicht so gut gefallen hat. Wir haben erstmal gefühlt nach der Vorband eine halbe Ewigkeit gewartet, bis dann tatsächlich 3 Days Grace aufgetreten ist. Mir ist schon bewusst, dass das manchmal zwischen 20, 30 Minuten dauern kann. Ich hatte aber gefühlt echt den Eindruck, das hat locker eine Dreiviertelstunde gedauert und das ist einfach für mich zu lang. Das kann man, finde ich, mit dem Publikum einfach nicht machen. Und da macht für mich halt auch eine Vorband keinen Sinn mehr, wenn die halt erst Stimmung macht und dann ist halt eine Dreiviertelstunde über wieder Flaute. Also, naja, gut. Jedenfalls mag ich die Musik nach wie vor sehr, sehr gerne. Wer Linkin Park zum Beispiel gerne mag, für den könnte das auch was sein. Nicht, weil der Stil so wahnsinnig ähnlich ist. Linkin Park hat eher noch so elektronische Komponenten und auch so ein bisschen Rap-Komponenten mit drin. Das haben die nicht. Aber das sind schon meistens etwas traurigere Songs. So ein bisschen deprimiert und so weiter. Und das waren ja die Songs von Linkin Park eben auch ganz häufig. Wer damit klarkommt und wer so Alternative-Musik grundsätzlich ganz gerne mag, der kann sich die gerne mal anhören. Die sind nicht so bekannt, aber ich kenne die bestimmt schon, ja, jetzt so 10 Jahre. Und ich glaube, das vorletzte Album fand ich jetzt nicht ganz so gut, aber dieses ist eigentlich echt wieder ziemlich gut. Und ja, als kleiner Tipp mal so am Rande. Und bevor ihr mir gleich alle abgeschaltet habt, mache ich jetzt mal weiter mit dem letzten Teil meines Random Stuffs. Und zwar habe ich euch ja schon ganz, ganz oft von oder nicht oder doch.de erzählt. Und auch in diesem Jahr habe ich mir wieder den Kalender fürs kommende Jahr gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die Kalender schon kennt. Das ist eigentlich eher was für jemanden, der es jetzt nicht super mega clean, klassisch, praktisch braucht. Weil hier hinten schon ein echt großer Teil ist an so Zusatzzeugs. Also, ich gucke jetzt mal gerade, wann das hier anfängt. Dieser ganze Teil des Buchs hier ist eigentlich nur Zusatzzeugs und das ist der eigentliche Kalender. Also ihr seht ungefähr, ja, ich sag mal, 2 Drittel sind Kalender und 1 Drittel ist halt Zusatzzeugs. Da könnt ihr dann zum Beispiel so Sachen eintragen wie Reiseziele fürs nächste Jahr. Wo würdet ihr gerne mal hinreisen?
Oder was gibt's denn hier noch? Ich packe meinen Koffer, ne? Wenn ihr jetzt eine Reise antretet, meinetwegen nach Madrid, dann könnt ihr hier euren Koffer quasi packen und aufschreiben, was ihr alles einpacken wollt. Es ist Platz, um eigene Rezepte zum Beispiel hier einzutragen. Hier ist Platz zum Beispiel für eine Wunschliste, so was du gerne, was du dir wünschst, wo du das herbekommst, in welchem Shop und wie teuer das ist und so weiter und so fort. Und dann sind hier hinten auch noch so ein paar leere Seiten, kariert und auch liniert und auch ohne irgendwas drauf. Also, ne, das ist so jemand, der so das, den es nicht stört, das eben dann halt als kompaktes Teil mitzuschleppen. Wo dann halt eben so noch so unnötiger Zusatzkram mit dabei ist. Ich habe da einfach großen Spaß dran. Mich macht das glücklich. Ich mag das, wenn das so ein bisschen was anderes ist, so alternativ, kreativ. Und deswegen kaufe ich mir den eigentlich jedes Jahr wieder. Das hat ein sehr, sehr stabiles Pappe-Umverpackungs-Dingsbums-Rahmen. Weiß ich nicht was. Und ja, bin damit sehr, 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 sehr zufrieden. So, dann würde ich... Jetzt ist es runtergefallen. Aber ich habe ja gerade gesagt, es ist sehr, sehr stabil. Ja, dann würde ich jetzt weitermachen mit Colourpop. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Fashion-Accessoires, Schmucktaschen am Start. Wer dann eben noch Lust hat, kann gerne noch weiter dranbleiben. So, also Colourpop. Ich hatte mir als erstes relativ unspektakulär zwei Super Shock Shadows gekauft. Die kamen hier in dieser Umverpackung. Dieser hier ist aus einer Limited Edition aus dem Frühling und heißt Superfly. Wirklich interessanter Ton. Und zwar ist der so bläulich-grün-lila changierend. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt hier alle verschiedenen Farben rüberkommen, aber er ist auf jeden Fall duochrom, wenn nicht sogar, dass er drei Töne beinhaltet. Weiß ich nicht, sieht man das jetzt so? Auf dem Handrücken ohne Primer sehen die meistens relativ unspektakulär aus. Ich benutze die eben total gerne über einem Glitterglue, entweder der von Too Faced oder wenn ihr es ein bisschen günstiger haben möchtet, der von NYX ist genauso gut. Und ja, den wollte ich eigentlich schon seit dem Frühling haben, habe ihn mir dann aber nicht gekauft, weil ich vernünftig sein wollte. Und dann sind diese Sachen aus dieser Frühlings-LE nach und nach rausgegangen aus dem Sortiment. Da habe ich halt so gedacht, so, oh nee, das finde ich jetzt aber nicht so cool. Ich hätte den schon auch noch eigentlich gerne. Und deswegen habe ich mir den noch bestellt. Und dann noch die Farbe No Promises. Die war dann, glaube ich, zu der Zeit auch im Sale. Das ist so ein rostiges Braunrot, was eben auch aktuell ganz gut zu meiner Haarfarbe passt, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht hier auch schon wieder ein bisschen knalliger aus, als es ist. Es ist eher dunkler. Ja, das sieht total neonrot aus. Das ist es gar nicht. Das ist eher so ein Ziegelsteinrot. Naja, jedenfalls ist es so ein matter Ton, den man dann auch einfach mal im Alltag ganz schnell aufs Lid schmeißen kann. Und dann macht man halt eben so ein Augen-Make-up mit nur einer Farbe. Das passt ganz gut, weil wenn man das ausblendet, ist es halt da, wo... Ich sage jetzt mal, das bewegliche Lid ist, es ist halt eben dieses schöne dunkle Ziegelsteinrot. Und wenn man es halt ausblendet, ist es dann am Rand so ein bisschen orange-rötlich. Und so sieht es dann halt aus nach mehr Arbeit, als man tatsächlich hatte. Das finde ich eigentlich für den Alltag immer ganz praktisch. Ja, dann habe ich noch einen Pressed Powder Shadow gekauft. Glass Bull heißt der. Den werde ich in meine Z-Palette packen. Das ist wirklich ein richtig schöner Morph-Ton, der duochrom so ein bisschen bläulich changiert. Kann man da jetzt so schon was erkennen? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn aber euch auch natürlich einmal swatchen. Also er ist, wie gesagt, so lila, taub,
bläulich, duochrom und sicherlich auch ein ganz, ganz toller Ton für den Alltag, weil er so das gewisse Extra hat, aber auch nicht super mega auffällig ist, was viele von euch ja auch nicht im Alltag so gerne mögen. Aber wenn ihr gerne Taub- und Mauve-Töne tragt, dann könnte das auf jeden Fall ein interessanter Ton für euch sein. Nicht zu viel, aber auch nicht zu langweilig. Also, dass man mal so ein bisschen wegkommt von diesem Standardbraun, was mich ja ganz häufig dann auch irgendwann langweilt. Ja, dann gab es, ich glaube September oder so, oder vielleicht im August sogar schon, eine neue Kollaboration mit Kathleen Lights. Und bisher habe ich, wenn ich mich nicht irre, all ihre Kooperationen, beziehungsweise habe da immer irgendeinen Teil draus gekauft und war immer total zufrieden auch damit. Und dieses Mal war es eine Zodiac Collection, also eine Collection, die mit den Sternzeichen zu tun hat. Und ich habe euch ja im letzten Kaufrosch-Video auch dieses Mondhoroskop-Buch gezeigt, das ich mir gekauft habe. Das heißt, spätestens da müsstet ihr eigentlich wissen, dass ich da schon auch ein großes Interesse im Gebiet habe, dass ich mich da gerne mit beschäftige und auch für interessiere. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass es einmal dieses Roségold-Kupfer mit dem Schwarz gibt und einmal dieses Roségold-Kupfer dann mit Blau. Das ist hier die eigentliche Palette dann. Und hier hinten seht ihr auch nochmal die Farben. Sie konnte sich nämlich nicht entscheiden, was sie schöner findet. Schwarz mit diesem Ton oder dunkelblau mit diesem Ton. Ich finde auch beides sehr, sehr schön. Im Zweifelsfall hätte ich mich aber wahrscheinlich, oh Wunder, für das Schwarz entschieden. Ja, auch hier ist ein Spiegel enthalten. Dieses Muster von außen ist auch um den Spiegel herum weitergeführt. Das decke ich jetzt aber gerade mal ab, dass uns das nicht weiter stört. Dafür ist jetzt hier das Rückteil wieder schwarz und das sind die 12 Farben. 12 Farben deswegen, weil jedes Sternzeichen seine eigene Farbe hat. Ich bin Krebs, wie ihr wisst, und sie hat sich da schon auch sehr viele Gedanken gemacht dazu, dass sie eine Farbe findet, die zu jedem Sternzeichen irgendwie passend ist, aber dann auch in der Summe mit den anderen Farben zusammen so harmoniert, dass es auch eine brauchbare Palette ist und nicht einfach eben 12 komplett individuelle Farben zusammen einfach gepackt in einer Palette. Ich habe sie bisher auch schon einmal verwendet und muss sagen, sie hat mir total gut gefallen. Ich mag diese kleinen Colourpop-Paletten unglaublich gerne, weil sie eigentlich immer eine schöne, aufeinander gestimmte Auswahl an Farben haben. Ich kaufe mir natürlich dann meistens eher die Paletten, die dann schon eine etwas, ich sag mal, ausgefallenere, originellere Kombination liefert. Aber ihr habt da meistens echt alles, was ihr braucht, um viele verschiedene Looks zu schminken. Und auch hier, man kann sehr, sehr farbiges schminken, man kann auch Sachen für den Alltag oder auch Dunkles für den Abend schminken. Und das ist immer das, was ich sehr, sehr schätze und auch brauche oder auch fordere von Paletten, dass sie eben vielseitig sind. Und ja, das ist diese Palette definitiv. Also wenn ihr immer noch mit der, mit dem Gedanken gespielt habt, sie euch zuzulegen, dann kann ich sie euch wirklich sehr empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Palette. Und außerdem wird immer ganz reichlich davon geschwärmt, dass die Super Shock Highlighter so toll sein sollen. Als einzige Creme-Highlighter auf dem Markt oder, naja, eine der wenigen Creme-Highlighter auf dem Markt, die brauchbar sind. Und deswegen habe ich mir hier mal auch aus der Zodiac-Reihe einen Highlighter mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe On the Cusp. Zeige ich euch jetzt hier nochmal. Hier ist auch die Umverpackung dunkelblau. Das ist der Ton. Das ist natürlich ein Ton, den man als helles Häutchen, wie ich es bin, sehr, sehr gut verwenden kann. Er hat so einen leicht güldenen Einschlag. Aber er ist nicht zu penetrant Gold, weil das mag ich nicht. Er ist eher so Champagner mit so einem Hauch Gold. Eigentlich sehr, sehr schön. Eher, glaube ich, zurückhaltend, dezent, aber
Von der Konsistenz her, wie die Super Shock Shadows, eben dieses bounzige, cremige, was dann sehr, sehr schnell pudrig wird und sich schön verblenden lässt. Deswegen freue ich mich schon darauf, den jetzt endlich ausprobieren zu können und hoffe, dass der ebenso auch für mich funktioniert. Ich bin ja so ein Mädel, was sehr, sehr viel Puder verwendet im Gesicht. Und da ist es dann eben schwierig, on top mit Creme oder flüssigen Produkten zu arbeiten. Deswegen gucken wir mal, ob ich das eher drunter tragen muss oder ob das auch drüber funktioniert. Und dann, Freunde, wenn ihr mich kennt, müsste euch eigentlich auch klar gewesen sein, wenn ihr auf Instagram aktiv seid, dass ich natürlich auch in dieser Kollektion nicht vorbeigehen konnte. Und zwar haben sie eine Es war eine Mischung aus Collection und Kollaboration, habt ihr das gemerkt? Eine Collection in Kollaboration mit den Disney-Designern gemacht haben. Und da habe ich mir zwei der Lachs-Lipsticks gekauft. Ich hatte bisher noch keinen der Lachs-Lipsticks, sondern immer nur die Lippy-Sticks. Und die fand ich wirklich immer sehr, sehr toll. Besonders die Matte-Ex-Finishes gefallen mir unglaublich gut. Und natürlich musste ich mir aus dieser Collection den Lippenstift von Ariel kaufen. Hallo! Muss ich jetzt hier noch irgendwas sagen? Also ich glaube, die Ähnlichkeit ist bestechend, oder? Hier oben ist auch ihre Unterschrift sozusagen. Was ich mega schade finde, ist, dass dieses Außenpackaging leider nicht beim eigentlichen Lippenstift fortgeführt wurde. Das hätte ich richtig, richtig gut gefunden. Zumindest, dass der Lippenstift entweder vielleicht schwarz mit diesen Sternchen gewesen wäre oder in diesem Gold mit irgendwelchen schwarzen Abtrennungen oder so. Aber das ist leider nicht passiert. Aber sie haben hier so ein, ich sage jetzt mal, so ein bisschen mattgebürstetes Gold verwendet. Und da sind alle Unterschriften auch der anderen Prinzessinnen noch mit drauf. Das ist der Ton. Ein sehr, sehr schöner Nude-Ton. Ich würde sagen, der ist so ein bisschen Terrakotta-mäßig. Der wird sicherlich vielen Hauttypen ganz gut stehen. Der ist nicht zu hell. So helle Nude-Töne, die stehen mir einfach nicht. Da sehe ich immer wie tot aus. Aber den habe ich auch schon aufgetragen und fand den Auftrag sehr angenehm. Und die Farbe hat auch gut gepasst. Gerade eben für das rote Haar, da muss man halt immer auch schauen, dass da so ein leichter, warmer Stich mit drin ist, dass das gut passt. Und dieser passt definitiv. Und meine zweitliebste Prinzessin ist eigentlich Belle. Deswegen habe ich auch noch ihren Lippenstift mitgenommen. Hier oben ist dann sozusagen auch wieder ihre Unterschrift drauf. Und auch das ist ein recht natürlicher Ton. Da gab es auch auf jeden Fall knallige Töne in der Reihe, aber ich habe mich ja eher für zurückhaltendere Töne entschieden. Das ist der Ton von Belle. Das ist ein schöner Rosenholzton. Hier oben, der sieht jetzt auch wieder mega pink aus. Aber er ist eher gedeckter, als er jetzt hier rüberkommt. Und auch das ist ein toller Ton für den Alltag. Auch der wird wirklich sehr, 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 sehr vielen Frauen stehen, wenn nicht sogar allen. Und ja, die riechen so ein bisschen vanillig, aber auch nach Make-up. So Make-up-Geruch haben diese Lippenstifte. Ich habe sie jetzt noch nicht im Langzeittest gehabt, also jetzt noch nicht den ganzen Tag getragen. Das heißt, ich kann jetzt noch nichts über die Haltbarkeit sagen oder wie die sich nachtragen und abtragen und so weiter. Aber ja, ich freue mich da schon drauf, die jetzt auszuprobieren, weil die ja schon eine andere Konsistenz haben als die Lippy-Sticks und natürlich auch einen etwas erhöhten Preis. Ja. Und jetzt würde ich euch gerne noch ein bisschen Fashion, Schmuck, Accessoires zeigen. Und unter anderem möchte ich gerne beginnen mit dem Oberteil, was ich hier gerade trage. Ich habe mir das nämlich direkt zweimal gekauft, weil ich da so begeistert von war. Hier ist das zweite Exemplar. Ihr habt hier am Ärmel ungefähr über der Armbeuge nochmal so eine kleine Aussparung mit Spitze. Und hier unten ist es so leicht gerafft. Ich trage das gerne so ein bisschen höher, aber
Ansonsten fällt es halt einfach so locker. Man kann es auch hochkrempeln, was ich auch ganz oft mache. Und es sieht halt einfach hier vorne super edel aus. So ein bisschen venezianisch. Und ihr habt hier im Rücken auch wieder so eine kleine Aussparung mit zwei Knöpfen, was das Ganze auch wieder super raffiniert macht. Es hat natürlich eben nicht nur so einen venezianischen Touch, sondern ist wahrscheinlich auch für Menschen, zum Beispiel aus der Gothic-Szene, ein tolles Oberteil. Und das habe ich tatsächlich bei Bonprix gefunden. Also, wenn euch das interessiert, es gab es auch noch in anderen Farben. Wenn ihr es jetzt nicht unbedingt in Schwarz haben möchte, ich habe es auch für den Sommer ohne Ärmel in einem schönen lila Beereton. Guckt da gerne mal bei Bonprix vorbei. Ich glaube, so um die 24 Euro kostet das Top ungefähr. Und ja, ich trage das super gern, wenn ich irgendwie weggehe oder so, weil es einfach mega schick aussieht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das an Weihnachten tragen werde. Ja, dann habe ich auch mir Ohrringe gekauft. Und zwar diese hier. Das sind Kreolen, die hier unten ein bisschen breiter sind als am oberen Rand des Ohrrings. Und man sagt ja immer, ne, the bigger the hoop, the bigger the hoe. Wisst ihr Bescheid? Deswegen eine mittlere Größe. Ja, und ich habe halt festgestellt, zu den roten Haaren passt halt auch rosé-goldener Schmuck richtig, richtig gut. Und hatte da aber nichts zu Hause. Und deswegen habe ich dann da eben zu diesen Ohrringen hier gegriffen. Außerdem rosé-gold habe ich mir hier diesen Haarreifen gekauft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier irgendwie sinnvoll gezeigt werden kann. Das sind halt so Glitzer-Katzenöhrchen, auch in Roségold, beziehungsweise man kann ja auch den Pony einfach so lassen und es einfach als Schmuckstück hier so aufsetzen. Sehr, sehr süß. Das habe ich bei Six, glaube ich, gekauft. Dann habe ich mir auch noch ein paar andere Ohrringe gekauft. Und zwar waren das diese hier mit goldumfassten Glitzersteinchen. Und die Kugeln sind schwarz. Ich habe jetzt hier, muss ich faires halber dazu sagen, andere Kugeln an diese Stecker gemacht, weil die waren so matt und das hat mir eigentlich total gut gefallen, aber das war scheinbar nur so ein Überzug über einer silbernen Kugel und ich muss irgendwo mal dran gekommen sein und mir da quasi einen Katschen reingehauen haben. Und dann hat sich halt angefangen, dieser matte Bezug zu lösen. Und hatte ich halt hier zwischendurch Flecken mit so Silber. Das fand ich halt total blöd. Und diese zwei schwarzen Kugeln hatte ich ja eben noch zu Hause. Wer mich schon länger verfolgt, so seit ein, zwei Jahren, der weiß, dass ich diese Bubbles-Ohrringe eigentlich ständig und immer trage. Auch wenn mich privat kennt. Ich bin mir sicher, dass ihr mich schon mal mit so einem paar Ohrringe gesehen habt. Ich liebe die einfach. Und ich war im August mit einer Freundin bei Six, glaube ich, war das. Und da habe ich eine total, also eigentlich wollten wir rumalbern und Spaß machen und haben uns einfach jede die bescheuertste Sonnenbrille rausgesucht, die wir gefunden haben und haben die aufgesetzt. Und meine Freundin meinte dann so zu mir, eigentlich sieht die ganz geil aus. Und ich so, ja, bist du dir sicher? Sie so, ja, eigentlich steht die echt gut. Es handelt sich um dieses Modell hier. Ich habe es dann letztlich mitgenommen. Ich fühle mich so ein bisschen wie John Lennon. So ein bisschen die Kitty Cat Variante von John Lennon. Also die hat halt eben hier diese Katzenform, die Brille und halt durchsichtige roséfarbene Gläser. Und sie meinte ja gerade irgendwie mit deinen Haaren und weil es ja auch wieder Rose Gold ist und so. Du kannst da tragen. Das ist halt sehr, sehr auffällig, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so für jedermanns was. Aber irgendwie ist es auch geil. Und ich verstehe da schon, was sie meint. Also, was sagt ihr denn? Meint ihr, ich könnte die tragen? Oder ist es einfach... Oder geht das gar nicht? Sagt mir da mal gerne eure Meinung zu. Ich finde sie irgendwie echt geil. Die ist halt so schräg, dass sie schon wieder geil ist. Dann war ich auch gestern... Wenn ich das hier filme, ist der 18.11. Auf einem Matzen-Konzert hier in Köln im Palladium. Mega Abriss, Leute. Super geiles Konzert. Wenn jemand von euch da war, ich bin mir sicher, dass ihr gleicher Meinung seid.
Also normalerweise ist ja so, bei Rockkonzerten, da bilden sich dann halt mal so einzelne kleine Circle Pits zwischendurch. Ich hatte das Gefühl, dieser Raum mit 4000 Leuten war ein riesiger Moshpit. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, dass meine Stimme heute so gut ist, weil ich habe doch schon echt ordentlich mitgesungen. War geil. War ein geiler Abend. Aber ich hatte mir bereits im August, als ich auf dem Festival war, Rock am Beckenrand, wo ich mir übrigens ein mega geiles Einhorn zum Aufblasen für den Pool für gekauft habe, müsstet ihr mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da habe ich ein Foto gepostet mit mir auf diesem Teil. Jedenfalls auf diesem Festival Rock am Beckenrand ist dieses Jahr Amatzen ebenfalls aufgetreten und deswegen gab es da halt auch Merch von denen. Und da habe ich mir dann schon diese Zipperjacke gekauft von ihrer aktuellen Tour des Albums Lichtjahre. Das ist jetzt hier vorne quasi auf der Brust drauf, finde ich ganz cool. Mit Kapuze, die innen grau ist und der Rest ist halt schwarz. Und was ich halt richtig geil finde, ist auf dem Rücken ist halt hier dieser riesige Druck drauf mit der Rakete. Richtig geiler Pullover. Ich habe den im Herbst ganz, ganz oft auch einfach als Jackenersatz getragen. Und natürlich auch gestern. Das heißt, der riecht noch so ein bisschen nach Party. Aber war geil. Hat sich gelohnt. Ja, dann war ich im September in Berlin und habe da die liebe Jana besucht und habe da ein neues Fashion It Piece für mich entdeckt. Und zwar diesen Hut. Ich finde, das ist halt wieder die Kombination grün mit roten Haaren. Das sieht einfach echt gut aus. Also man kann ihn natürlich etwas weiter oben tragen, ein bisschen zylindermäßig. So. Na, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ich trage den eher so gerne am Hinterkopf, dass das Gesicht trotzdem schön offen, schön frei bleibt. Finde ich mega schön den Hut. Habe ich auch im Instagram-Bild mit gepostet. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Tolles Teil habe ich bei TK Maxx erstanden. Dann habe ich vor, kommendes Frühjahr, wenn Karneval hier in Köln ist, ne, das heißt Karneval und nicht Fasching, damit das hier einmal für alle klar ist. Und man schreit gefälligst Alaaf und nicht Hillau. Lasst euch das von der Kölnerin aus der Karnevalshochburg mal gesagt sein, ja. Möchte ich gerne als Sailor Moon gehen und die hat ja einen blauen Faltenrock. Und den habe ich tatsächlich vor einiger Zeit jetzt bei Primark entdeckt. Der hat hier schön so einen Gummizug oben. Der Rock ist natürlich nicht so kurz wie bei ihrer Schulmädchenuniform im Manga, wo die halben Arschbacken unten schon rausgucken. Aber es ist ein blauer Faltenrock und der wird auf jeden Fall für das Kostüm verwendet. Ich werde wahrscheinlich auch keine roten Overknees tragen, sondern wahrscheinlich rote Turnschuhe oder sowas. Man kann das ja individuell gestalten, ne? Aber ich war halt wirklich froh, dass ich diesen Rock gefunden habe, weil ich sage jetzt mal, ein weißes T-Shirt oder irgendwie einen Top zu gestalten, da so eine Schleife drauf zu nähen und so, das ist alles machbar. Aber so ein blauer Faltenrock in Royalblau oder Kobaltblau in großer Mopsgröße ist halt echt eine Aufgabe. Ich hoffe, es gibt diese Röcke noch, falls ihr ebenfalls Sailor Moon-Fan seid und euch auch mal so ein bisschen fühlen wollt, wie sie vielleicht einfach nur. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Und außerdem habe ich mir bei ASOS einen PJ gekauft, einen Pyjama, den ich auch total süß fand und den unbedingt euch zeigen möchte. Und zwar hat er dieses Galaxy-Muster. Ist das nicht süß? Das ist halt hier so ein T-Shirt, ne? Ganz normal. Ich mag halt nicht so lange Dinge zum Schlafen. Deswegen, ich krempel halt auch ständig meine Arme hoch. Und deswegen kommen mir halt T-Shirts gelegen. Da sind Monde drauf, Sterne, Planeten, Sternbilder und so weiter und so fort. Total schön. Und dazu bekommt ihr dann eine
lange Hose. Die geht halt wirklich bis unten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die hier keinen Gummizug hat. Das heißt, es kann halt sein, dass die euch nachts nach oben rutscht an den Beinen. Und hier oben habt ihr dann einen Gummizug. Ja, genau. Und da die ist wirklich hier sehr, sehr schön bequem. Und sieht aber trotzdem durch den Druck, finde ich, auch echt süß aus. Gerade weil wir bei dem Thema Sailor Moon waren, ne? Passt ja ins Bild. Dann habe ich wirklich wahnsinnig viel Geld gelassen in Bonn. Da gibt es ein Globetrotter-Outlet. Und da ich ja in der letzten Zeit sehr viel Outdoor unterwegs bin, seit dem Sommer, das wisst ihr ja auch, und ich jetzt auch demnächst vorhabe, mal, jetzt vielleicht nicht im Winter, aber wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, wandern zu gehen, habe ich mir dort diese Trekking-Schuhe gekauft. Die sind von Dachstein. Ja, und sind halt echt teuer. Die sehen ziemlich cool aus, wenn man die trägt, hat man so ein bisschen das Gefühl, man trägt Schlittschuhschuhe, weil die super schmal und eng geschnitten sind. Und die haben ein mega gutes Profil, sind halt ein bisschen dreckig, ich habe sie schon getragen. Und auch hier etwas höher, sodass euer Fußgelenk einfach auch schön stabilisiert wird, wenn ihr irgendwie über Stock und Stein spaziert. Ja, ich glaube, ich habe letztlich jetzt für diese Schuhe über 100 Euro bezahlt. Ich glaube, so in die Richtung 150 Euro. Ich habe normalerweise Größe 42. Ich habe hier 42,5 gekauft. Was ich da festgestellt habe, falls ihr mal zu Globetrotter eben in dieses Outlet gehen wollt, was ich euch sehr empfehlen kann. Die Mitarbeiter sind dort mega nett und kompetent. Und ihr könnt auf jeden Fall eben echt gutes Geld sparen. Dann, und ihr wollt Schuhe kaufen oder generell irgendwas kaufen. Man kann die Sachen auch online kaufen und bestellen bei Globetrotter in dem Outlet. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, vor Ort vorbeizugehen, die Dinge anzuprobieren, sich Zeit zu nehmen, sich beraten zu lassen. Weil ich hatte halt eben auch ganz, ganz viele andere Paar Schuhe an und alle irgendwie in unterschiedlichen Größen. Also die fallen auch alle je nach Marke, je nach Schnitt und so weiter total unterschiedlich aus. Also einfach hingehen und sagen so, hey, ich habe Größe 42, funktioniert halt da leider nicht. Und gerade eben bei Wanderschuhen oder Trekkingstiefeln oder Schuhen, wie auch immer, die müssen halt bequem sein, die müssen passen, ne? Aber ja, das heißt, vielleicht werdet ihr dann im kommenden Jahr von mir ein paar sehr interessante Fotos auf Instagram sehen, wo ich in irgendwelchen luftigen Höhen Heidi 2.0 mit der Berggämse spiele. Und zum Schluss möchte ich euch gerne noch zwei Taschen zeigen. Und zwar einmal diese hier. Das ist so eine Tasche, die ähnlich wie mein Türstopper, den ich mal bei Primark gekauft habe, mit diesen Pailletten so zwei Seiten hat. Einmal dieses grün-blau-lilane, Meerjungfrauenmäßige Design. Und wenn man die Pailletten alle in die andere Richtung macht, dann ist das Design einfach nur schwarz. Kann man jetzt nicht so gut erkennen, ne? Aber das ist so eine Bauchtasche einfach und passt auch um meinen mopsigen Bauch mit einer kleinen Tasche vorne und einer größeren Tasche hinten für Festivals, für Konzerte. Wirklich toll. Ich habe jetzt hier einen Flaschenöffner mit dran und ein kleines Taschenlichtchen. Kann man immer mal gebrauchen, gerade wenn man irgendwie noch im Dunkeln auf dem Festivalgelände unterwegs ist oder sich ein Wegbier aufmachen möchte. Und die letzte, die habe ich bei Amazon gekauft, verlinke ich euch auch in die Infobox. Und die letzte Tasche, die ich gekauft habe, die ist von Just Fab. Das ist diese hier, das ist eine Fake-Ledertasche mit goldenen Reißverschlüssen und so kleinen goldenen flachen Studs. Finde ich echt edel, kann man auch abends zum Weggehen benutzen, wenn man ins Kino geht, essen, feiern, wie auch immer. Ihr habt hier so ein Riemchen, das habe ich jetzt relativ kurz, weil ich das gestern beim Konzert auch dabei hatte, das Täschchen. Aber ihr könnt es auch auf jeden Fall wesentlich länger gestalten, also auch für mich passt es Crossover.
Und dann habt ihr eben hier die Tasche. Ihr habt hier nochmal ein extra Reißverschlussfach innen liegend, ein kleines. Ja, da könnt ihr irgendwie euren Schlüssel reintun oder sowas. Ansonsten ist hier aber echt verhältnismäßig richtig viel Platz. Da passt ein großes Smartphone rein, ein großes Portemonnaie, eure Konzertkarten und so weiter. Und dann habt ihr hier vorne nochmal ein Fach. Da passt dann halt, was weiß ich, wenn ihr raucht, irgendwie Zigaretten und Feuerzeug oder keine Ahnung was noch rein. Nicht, dass ich das gut finden würde. Ich bin voll der Anti-Raucher, aber das ist eine andere Story. Aber ich will damit einfach nur demonstrieren, dass es echt eine, obwohl die halt verhältnismäßig klein aussieht, eine Tasche ist, die so aufgebaut und geschnitten ist, dass da echt gut viel reinpasst und es eine schöne Tasche einfach ist, wenn ihr weggeht oder schicker sein möchtet, aber trotzdem ein paar Sachen einpacken möchtet. Und das Ganze soll einfach aber trotzdem schlicht und elegant bleiben und nicht so aussehen, wie als hättet ihr euer ganzes Hab und Gut in eurer Handtasche dabei. Genau. Och Gottchen, ich glaube, wir saßen hier 2 Stunden. Ich hoffe, ich habe euch währenddessen trotzdem gut unterhalten und ihr hattet ein bisschen Spaß und habt hier vielleicht auch das ein oder andere entdeckt, was ihr vielleicht für euch schön findet oder als Inspiration schon mal für die anstehende Weihnachtssaison genutzt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal wieder ausführlich mit euch über Beauty-Kram sprechen zu können. Und danke euch fürs Zuschauen und für eure Zeit und hoffe, wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos ganz bald wieder. Und solltet ihr mich in der Zwischenzeit vermissen, schaut gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da können wir gerne auch in Kontakt bleiben, wenn hier nicht so viele Videos online kommen. Also macht's gut bis dahin und bis bald, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt und geknuddelt. Bis dann. Ciao.